zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch in LS19. Und ja gut, hier brauchen wir auf jeden Fall neues Gas. Ja, ich gucke gerade, was wir so tun können. Also wir sehen, der Fermenter ist relativ leer, was Gras angeht. Das heißt, da werden wir gleich mal auffüllen. Werden aber auch gleich mal die Silage entleeren, damit der Kollege, der ja runterfährt zur BGA, das Silo frei machen kann. Ja, der steht ja da und wartet auf Befüllung. Das machen wir als erstes hier. Hoffen wir mal, dass jetzt gerade kein anderer Abfahrer kommt, weil wir jetzt ja doch ein bisschen gegen den Kurs hier quasi stehen. Deswegen Kipp aus. Ich sehe, da auf der Karte kommt der Strohsammler. Das könnte eng werden. Ja, wobei, klappt. Reicht. Komm, Gas geben. So, Gras. Guck mal, wir haben 526.000 Liter schon hier drin. Und es kommt ja immer noch mehr, weil der Big M ist ja nach wie vor am Mähen. Aber da können wir doch ruhig mal so, ich würde mal sagen, drei Runden mit dem LKW hier drehen. Dann ist der Fermenter mal wieder sehr gut gefüllt und kann erstmal in Ruhe weiterarbeiten. Na, ich höre da was. Ach ja, Stroh. So, im Werksverkehr selbstverständlich mit Rundumleuchte. Ui, wir müssen hier drauf. So. Ah, komm. Können sogar beide gleichzeitig abkippen. Dann warten wir mal ganz kurz. Ja. Nächste Runde. Ja, muss halt auch getan werden. Da führt kein Weg dran vorbei, hier und da mal die Produktion wieder befüllen. Und hier kommt gerade mal wieder der Big M mit neuem Gras. Viel Gras überhaupt in den Fermenter reinpasst. Eventuell, also wenn da jetzt sagen wir mal 500.000 Liter wären, könnte man das sogar überlegen, ob er den dann mal einfach komplett voll macht. Können wir ja ganz leicht rausfinden. Ja, eine Million passt hier rein. Gut.
wächst eine Menge. Schaffen wir ja vielleicht irgendwann mal, den wirklich so voll zu bekommen, damit wir wirklich den Rand voll mit Gras bzw. Häckselgut haben. Das wäre mal noch ein Ziel. Komm, klappt das Ding runter, wir haben es eilig. So, wie sieht es denn jetzt da unten aus? Ja, der Abfahrer ist mit Weizen voll und ich sehe, oh, der Silagetransporter kommt. Aber es ist gut, dass wir jetzt gerade hier den dritten Transport haben, so wie wir es machen wollten. Ja, das heißt, der wird uns jetzt gleich hier in die Parade fahren. Mal gucken, ob wir das... Schaffen wir das noch? Könnte eng werden. Na gut, sonst müssen wir schnell rückwärts rausstoßen. Oder, ja, guck mal, reicht gerade. Komm, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Aber es ist halt im Moment nichts da an Silage. Ja, da können wir jetzt erstmal nichts weiter machen. Ja, das heißt, lass uns. Du fährst trotzdem, fährst du leer wieder runter. Auch gut. Aber ich würde sagen, du hältst mal am letzten Triggerpunkt einfach an. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ob er dann wirklich auf die Dings regelt. Ah, guck, er ist hier. Gut, dann gucken wir mal, wie viel Prozent der jetzt einen Anhänger voll sind. Ja. Passt. So. Dann könnten wir jetzt ja eigentlich mal ein bisschen Stroh rausholen. Hier mal gucken, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon hier drin haben. Oh, 146.000. Ja, komm, dann lass uns einmal hier den LKW voll machen. Dann bringen wir erstmal nochmal zu den Schweinen so viel wie geht. Und der Rest geht in die Mischfutteranlage. Und dann könnten wir den Komposter ein bisschen füttern. Aber da müssen wir dann nur mit der Zugmaschine arbeiten für den Komposter. Weil wir da ja rückwärts raufstoßen müssen. Das ist mit beiden, also mit Zugmaschine und Anhänger, nicht ganz so einfach. So, dann gucken wir mal, was die Schweine noch wollen. Hier schnell durch den Stall durch. So, Schweinchen, es gibt Stroh. Ah,
das sieht gut aus. Hier fehlt Weizen und Gerste, aber da müsste doch jetzt eigentlich auch wieder 130.000 Weizen. Das heißt, das könnten wir auch gleich mal verteilen. So, aber guck mal, wir sind hier erstmal voll. Das heißt, jetzt geht es erstmal hier ran. Und dann würde ich sagen, wir müssen jetzt erstmal den Kollegen hier entlassen. Du bleibst erstmal kurz hier stehen. Gibt keine Silage für dich zu fahren. So, dann machen wir erst jetzt Weizen für die Schweine und danach Stroh für den Komposter. Einmal Weizen, bitte. Jetzt brauchen wir nur Weizen. Ja, da wird unser Silo gleich mal ein bisschen entlastet von dem ganzen Zeugs, das wir hier so eingelagert haben. So, ja. Ja, da kommt schon wieder eine Fuhre Gras. Ich bin nach wie vor begeistert, wie das mit dem Big M so funktioniert hier. Ohne irgendwas zum Zutun, ja, bis auf die eine Fehlerkorrektur vorhin. Ja, macht der wirklich seine Arbeit so, wie er es machen soll? Weizen einmal. Wir müssen mal gucken, wie. Na gut, da werden wir ja, einen zweiten LKW auf jeden Fall noch hinbringen müssen. Dann schieben wir gleich ein Stückchen zurück. Auf jeden Fall kommen wir jetzt bei den Tieren in allen Bereichen, denke ich mal, in den grünen Bereich. Das ist ja auch mal ganz so wichtig. Ist halt wirklich so, dass wir im Grunde das, was wir im Moment anbauen auf den Feldern, fast komplett in unsere Tierzucht geben und das Geld ja dann eben mit, ja, ich sag mal, mit den Pellets machen und mit der BGA halt. Guck mal, da haben wir schon wieder den kompletten. Nein, wir können gar nicht den kompletten Weizen verballern, weil wir noch Weizen brauchen für die Saatgutproduktion. Das heißt, mehr wie den Anhänger gibt es jetzt nicht. Wir gucken mal, haben wir hier noch Sojabohnen, können wir noch mitnehmen.
Weil wir müssen da auch wieder Saatgut produzieren. Weil wir haben jetzt zwei Felder, die wir im Grunde leer gemacht haben, die dann angesät werden müssen. Und ja, da müssen wir wirklich gucken, dass wir Saatgut haben. Weil die Zwiebelaussaat, die hat uns halt doch einen ganz schönen Saatgut gekostet. Ich wollte schon sagen, Geld gekostet das nicht, aber Saatgut gekostet. So, gucken wir mal, wie viel Sojabohnen wir reinbekommen. Na, da müsste eigentlich auch der komplette Anhänger drin passen. Na, guck mal, Weizen können wir auch gleichzeitig abkippen, das ist ja noch besser. Und wir kommen im Weizen doch nicht in den grünen Bereich, oder wie sehe ich das? Ah. Gut, aber wie gesagt, wir brauchen den restlichen Weizen wirklich für die Saatgutgeschichte. Das heißt, wir lassen jetzt auch hier einfach mal den Anhänger kurz hier stehen. Dann holen wir jetzt wirklich den restlichen Weizen. Der geht in die Saatgutproduktion und dann ja, gucken wir mal, ob wir vielleicht noch zumindest eine Fuhre Stroh in den Komposter bekommen. Nein, keine Sojabohnen. Weizen. So voll. Ja, und der Big M kommt schon wieder hier angerast. Das ist eine wahre Freude. Stroh. Ja, da hinten ist der MB-Trag am Spritzen hier von Feld 19 nach wie vor. So, jetzt brauchen wir hier Stroh. Der braucht wieder Flüssigdünger Nachschub. Ja genau, wir können oder wir müssen, glaube ich, auch mal noch Dünger in die Flüssigdüngerproduktion kippen. Das können wir, glaube ich, so als letzten Punkt noch machen, auch wenn es jetzt schon wieder sehr eng wird von der Zeit. Ups, ja. Das reicht auch. Komm, kipp ab. So, das machen wir jetzt noch schnell. Das wird auch so dann wieder die letzte Action des Tages werden. Auch wenn wir jetzt dann wieder ein bisschen überziehen, wir müssen das machen. Ich weiß nicht, wie viel Flüssigdünger wir noch im Lager haben. Und wir verbrauchen doch, denke ich mal, eine ganze Menge da drüben auf der 19. Mal gucken, wie weit ist der denn da? Auf der 19, 71% immerhin schon, ja. Das läuft. So, komm, schnell noch da reinkippen.
heute erstmal, liebe Leute. Morgen geht es selbstverständlich wieder weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Oh, und dann sage ich einfach nur noch Tschüss und wir sehen uns.